Beschreiben Sie sich mal selbst in drei Worten. Lustig, ausdauernd und ausgleichend. Nennen Sie mal drei Gründe, warum Sie morgens gerne aufstehen. Einmal bin ich ein Frühaufsteher, dann habe ich eine Familie mit 4 Kindern und einen Mann, der mich unterstützt. Da stehe ich gerne auf und frühstücke gerne mit ihnen. Und weil ich gern hier nach München fahre und Politik mache. Wenn ich keine Politikerin geworden wäre, wäre ich heute am liebsten ein Fußballtorwart, denn ich habe in meiner Jugend sehr gern Fußball gespielt und ich glaube, das wird mir gefallen, weil ich Fußball einfach sehr spannend finde und ja, es gefällt mir einfach. Welchen Bürgerauftrag haben Sie mit im Gepäck? Dass ich einfach den Menschen zuhöre, was sie bewegt, was sie gerne von uns haben möchten, was sie von uns erwarten. Und das, finde ich, ist mein Auftrag, dass ich mehr zuhöre, anstatt selbst zu reden. Mit wem würden Sie gerne mal ein Bier trinken gehen? Ich würde gerne mit dem Sepp Maier, mit der Torwartlegende, ein Bier trinken gehen. Das ist ein lustiger, grübiger Bayer, der aber auch sportlich sehr erfolgreich war und aber trotzdem die Menschen und das lustige Miteinander nie vergessen hat. Wer ist Ihr großes Vorbild? Die Barbara Stamm. Sie hat immer für die Menschen, die nicht so auf der Sonnenseite gestanden sind, ein großes Herz gehabt. Und sie hat vieles, vieles erreicht mit ihrem Engagement. Und die Barbara Stamm ist für mich ein sehr großes Vorbild. Stadt oder Land? Land. Katze oder Hund? Hund. Sport oder Faulenzen? Sport. Oper oder Rockkonzert? Da würde ich sagen, beides.